Das war knapp. Fuck my life. Da bin ich gerade richtig. Geil. Ich habe voll aus abgeschaltet. Ich denke mir so, ja gut. Das war minimal knapp. Das war super knapp. Das hätte wirklich das nicht losgehen können, ey. Wir begrüßen euch wieder im neuen Auto, stark, zu einer neuen Folge von, ich wollte schon sagen FIFA, aber das kommt noch, Need for Speed. Need for Speed, genau, ich wusste mich nicht, wie es mir einfällt. Wir sind kurz vor Level 22. Was konnten wir wo machen? Da konnten wir Level bekommen und links konnten wir Geld verdienen. Wir brauchen ja ein Level. Wir brauchen ein Level. Also gehen wir nach. Wir hatten in der letzten Folge das Thema, ich spreche es mal so krass aus, wie es manche andere tut, Ficken. Stark. Allein dafür schon einen Daumen nach oben, Leute. Nein. Geil. An der Küste gibt es ein paar Schrotthändler, die mit seltenen Teilen handeln. Weißt du, vier, ich weiß, dass vier R brauchen wir. Camaro vorrätig haben. Allerdings wollen sie ihn mir nicht verkaufen. Kannst du es vielleicht mal versuchen? Genau, wir hatten auch das Thema Sexualität und so, wie weit die Jugend jetzt schon weit ist. Fahr mal schneller durch. Wo? Da, wo du gerade eben durchgefahren bist. Wie läuft's? Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Kurs und dachte mir, du kommst vielleicht auch. Der wird nicht so leicht. Und ich muss ein bisschen anlaufen. Ja. Weil möglicherweise hast du dann schon Level 4, 22 erreicht. Ist das überhaupt? Das Drift. Das ist Driften. RIP. Hauptsache ist Nitro rausgeballert. Ja. Cool. Ausrufezeichen. Oh, das ist genau mein Ding, weil das schaffe ich nicht. Aber das da oben schaffe ich. Eigentlich auch nicht, aber wir versuchen es. Nein, wie weit die Jugend bei dem Thema ist. Aber wir haben auch gesagt, Fernsehen und vor allem das Internet lädt natürlich dazu auch vollkommen ein. Ja. So. Es ist alles tot. Reden wir mal noch nicht über das Ficken. Wir reden mal auf den Weg davor. Das ist so geil, dass wir nicht monetarisiert werden können. Weil wir können einfach ficken, 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 Sex, Pisse. Okay. Ist Pisse eigentlich so ein Wort, das man entmonetarisiert? Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht wissen. Aber wir können es sagen. Weil uns interessiert das nicht. Du sagst doch nicht, dass ich mal voll in die falsche Richtung fahre. Du fährst in die falsche Richtung. Nein. Die Pubertät ist ein schwieriges. Ja. Alter. Ich frage mich immer noch, ob Frauen oder Männer schlimmer sind in der Pubertät. Ich habe nämlich mal gehört, Frauen sind noch schlimmer, weil die halt anfangen, so richtig zickig zu werden. Frauen sind immer zickig. Also, eigentlich sind die... Ey, will du schön zauen! Entspann dich doch mal, Auto! Ist es halt nicht gewohnt. Nee, im Gemüse rumzufahren. Ja. Darf ich jetzt endlich mal auf die Straße? Tschüss, Mann, Ambulanz. Was ist denn los mit dir? Bleib uns doch mal locker. Er wird von dem Thema total abgelenkt. Ja. Kaum gibt's uns Ficken. Ficken! Schon Muschis! Schon schaltet das Gehirn aus. Ja, Hauptsache einfach reinstecken. Nein! Pubertät ist ein wirklich... blödes. Man lernt seinen Körper kennen. Man merkt, oh, bei den Männern, da baumelt ja was zwischen den Beinen rum. Das ist interessant. Servus. Servus. Tüpfli. Was kann man denn damit machen? Und genau dasselbe merken auch die Frauen. Die merken, da wächst was. Da unten ist auch was Interessantes. Interessant, interessant. Dann bleibt natürlich nicht aus, dass man früher. Sport 1, DSF, früher um 0 Uhr ging's los. Die sechsten Sportclips. Da können wir Geschichten erzählen, meine Damen und Herren.
schöne Sachen. Wir kennen das noch. Oh, Wir kennen das noch. Waren so richtig schöne Zeiten. Ja, ja. Wo die Eltern schon gesagt haben, das dürft ihr noch nicht gucken. Ja, warum denn? Da passiert ja nicht mehr was. Hey, 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 hey. Fotznau, du. Das sind doch nur ein paar nackte Brüste. Mehr genau. Ist doch da gar nicht. Die betatschen sich nur ein bisschen. Da passiert noch nichts. Die hauscht noch kein Flock in halt den Mastdarm. Das war halt einfach ein langsamer Striptease. Das war... Und das aber ja, natürlich, Striptease ist ja auch ab 18. Und das fand, ist ja... soll ja mal so genau, und das schön. Fanden wir früher geil. Aber gesagt, ja, gut, gut, gut. Gefällt mir. Ja, ja genau. Dann hat man vielleicht irgendwann mal den ersten Porno geguckt. Das ist alles ganz normal. Selbstbefriedigung hin und her, das ist alles normal. Passiert. Das gehört nicht dazu. Und dann kommt halt irgendwann mal das Thema Freund, Freundin, blablabla. Deine Mutter hat einen Checkpoint verpasst. Ich kann das Spiel einfach nicht. Ich bin abgelenkt. Was ist denn da los bei dir? Du sagst ja auch nichts. Ja, aber ist, ja, du hast ja gerade geredet. Alter, Mann, die ganze Zeit. Ich will dir doch nicht ins Wort fallen. Dann fangen wir an jetzt. Nein. Ich finde Geschlechtsverkehr, wie gesagt, einvernehmlich ist klar. Aber da bin ich mir der Meinung, es muss nicht so früh sein. Du musst jetzt auch nicht mit 25 das erste Mal rumpimpern. Ja? Und meistens ist es so, manche sagen ja, oh, du musst nicht mit 25 das erste Mal rumpimpern. Mir ist schon klar, was du mir damit sagen willst, aber mit 25? Ich dachte, du sagst jetzt mit 12 oder 13 das erste Mal rumpimpern. Wir gehen mal auf ganz krasse Schiene. Das heißt, das in, der ist heutigen, egal. In der heutigen Zeit ist es egal, die sind mit 10 schwanger. Oh. Oder hatten mit 10 schon ihr erstes Mal. Es ist leider traurig so. Also ganz, ganz krass. Aber wie gesagt, viele wissen halt auch nicht, wie. Werden halt nicht richtig aufgeklärt über das Thema, warum auch. Weißt du, du knutschst alles, was man in den Weg kommt. Du schrammst diesen Baum und der explodiert einfach. Genau, und manche sagen sich, oh, das erste Mal, das muss man planen. Meine Damen und Herren, sowas kann man nicht planen. In den seltensten Fällen planst du tatsächlich das erste Mal. Das passiert einfach. Würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, bei mir war das ja tatsächlich auch einfach nur ein One-Night-Stand. Nicht, weil ich wirklich nur einmal mit ihr schlafen wollte. Ich wollte ja tatsächlich auch was von dieser Person. Ist halt nur nie was daraus geworden. Aber trotzdem war es halt ein verdammter One-Night-Stand, so. Immer noch voll traurig eigentlich. Egal. Passiert. Ja. Aber es ist halt auch so, an das erste Mal erinnert man sich immer noch am meisten. Weil es halt, ja, das erste Mal war. Und das wie gesagt, planen kann man das nicht. Was man planen kann, sollten. Ja. Ja, und da ist es das Thema, was ich heute ansprechen möchte. Verhütung. Klammer auf, ungewollt, Klammer zu, Schwangerschaft. Wirklich ausführlich. Frauen sind in dem Punkt immer so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht so. Ja, ich habe die Pille genommen. Du musst kein Gummi nehmen. Junge, nimm es trotzdem. Zu dem Thema. Ja, ja, genau, jetzt erzähl mal was. Jetzt kann ich mich mal kurz mal fokussieren. Genau, genau. Ich stimme dir zu, man sollte immer ein Kondom benutzen, außer es ist deine Freundin und du kannst dir wirklich, wirklich, wirklich vertrauen, dann okay, dass sie auch wirklich die Pille nimmt. Dann okay. Und selbst bei der Pille kann es halt trotzdem mal passieren, dass die Person schwanger wird. Ja. Das wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben. Das Kondom, wenn es nicht gerade reißt, ist so ziemlich das sicherste Mittel, um nicht schwanger zu werden. Ja. Und wenn es ein One-Night-Stand ist oder keine Ahnung, eine Sexfreundschaft oder sowas, ich würde trotz allem immer ein Kondom benutzen, ja. Außer wirklich, du kannst dieser Person vertrauen. Und wenn du weißt, der hat gerade keinen Bock auf ein Kind,
dann wird sie sehr wahrscheinlich auch kein Kind wollen. Ja. Wenn du ihr vertrauen kannst in dem Falle. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, oh, ich will kein Kind. Ich bin einfach noch nicht dafür gemacht. Aber wollen dann eigentlich doch eins. Ja. Es ist immer so, ich nehme mich jetzt mal als bestes also, Beispiel. Man merkt das, wollte ich sagen. Ich selbst sage ja auch, ich möchte kein Kind haben. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich... Ich kann auch mir so mit kleinen Kindern kann ich jetzt nicht so gut umgehen. Aber du willst auch generell kein Kind haben. Momentan überhaupt gar nicht. So, jetzt ist natürlich die Sache, da gehören immer noch zwei dazu. Mhm. So, was ist, wenn deine Freundin sagt, ich hätte gern ein Kind? Sondern sagst du, ich hätte gern kein Kind. Und schon ist der Zoff, ja, schon geht's los. Vorprogrammiert, ja. Schon musst du dir klar werden, was möchtest du. Ich hatte auch schon, ich kenne auch welche, die sagen, die möchten auch keins. Das ist schon interessanter, da ist das nicht so schwer. Ja, aber du musst halt immer dir bewusst sein, ja oder nein. Bei ja, dann kannst du sagen, okay, ja, dann ritzen wir das jetzt. Oder hörst du mal auf, an der Steuerung rumzufummeln? Sehr widerlich. Dann brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Dann kannst du mit der einfach mal pimpern gehen. Aufs ganz krass zu sagen. Wobei ich da auch sagen... komischerweise traue ich Frauen viel zu. Das ist schlimm. Die sagen, du kannst die Pille nehmen, du brauchst kein Gummi nehmen und dann ist sie trotzdem schwanger und dann jubelt sie dir eins unter. Oder so mal in den ganz krassen Fällen... kennt man ja alles. Das ist so, ihr seid bis noch mit einer Freundin zusammen, ihr wollt, euch überkommt es, keine Ahnung, das Gehirn schaltet aus, sie sagt, sie hat die Pille genommen, muss kein Gummi nehmen und du lässt dich von ihr einlullen und sagst, okay, ich nehme kein Gummi, weil ohne Gummi fühlt es sich halt auch besser an, es ist halt so. Mhm. Ja. So, dann lässt sie sich aber zwei Tage von dir, trennt sie sich von dir, blablabla, ja, und jubelt dir dann das Kind über, weil sie sagt, ja, der hat mit mir geschlafen, der ist selbst dran schuld. Das ist immer so die Gefahr. Aber wie gesagt, Sexualität geht ganz schnell. Das passiert, Gehirn ist ausgeschaltet und dann liegt der Darm weg. Aber wie gesagt, verhüten, außer wenn es jetzt die Freundin ist und du kannst ja wirklich vertrauen, wichtig. Sehr wichtig. Definitiv. Ja, es ist ja auch momentan voll im Trend, diese Sexfreundschaften, die du schon angesprochen hast, die sind voll in. So einen neuen besten Freund oder neue beste Freundin, mit der hast du so keinen Kontakt, aber du gehst nur mit der ins Bett. Wie krass populär das wird. Ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil Sex ist ja neben Essen, glaube ich, die... nee, tatsächlich gar nicht. Essen und ich glaube danach kommt halt schon Ficken. Der Beischlaf. Hey, der Kirchengänger, ja. Ja. Als. Wie heißt das nochmal? Also die Nahrungsaufnahme meinte ich damit. Nahrungsaufnahme, Beischlaf sind halt das, was der Mensch braucht im Leben. Ja, Druck ablassen. Genau. Und deswegen finde ich es gar nicht so verwerflich, wenn man eben nur eine Beziehung führt, die auf Sex aufgebaut ist. Hab ich kein Problem mit und haben wahrscheinlich auch die wenigsten Probleme mit. Früher war es halt so, du hast es ja vielleicht, habe ich das schon mal angesprochen? Weiß ich bestimmt nicht. Schon mal angesprochen. Wenn, dann kann ich es dir sagen. Ja, wo ich gesagt habe, Frauen wollen immer mehr Sex haben als Kerle. Und Frauen sind wilder. Frauen sind... auf jeden Fall krasser geworden in der Hinsicht. Du kennst doch bestimmt so diesen Begriff Nymphomanen. Ja. Frauen, die es einfach lieben, den Beischlaf zu haben. Gefickt zu werden. Danke. Gerne. Endlich. Das ist, so kenne ich ihn. Die. Sehr schön. Und da habe ich ja gesagt, das kommt sehr wahrscheinlich dadurch, dass eben früher... war es verwerflich für eine Frau, wenn sie mit mehreren Personen geschlafen hat oder wenn sie oft mit Personen geschlafen hat. Der Mann, bei dem war es egal, der konnte ficken, wen er wollte. Und so oft, wie er wollte. Wenn er zumindest durfte. Genau. Alter, willst du kuscheln oder was ist hier los? Hau ab! Kommt drauf an, wie weit du in die Vergangenheit reist. Da darfst du nämlich als Mann wirklich jeden machen. Vögeln... alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Genau, außer die Frau war vergeben.
verheiratet oder sowas. Keine Ahnung, ist doch scheißegal, ey. Jedenfalls ist das ja gar nicht mehr der Fall. Die Frau darf mit Leuten vögeln, wie sie will. Der Mann darf mit Leuten vögeln, wie sie will. Solange es einvernehmlich ist natürlich. Alles andere wäre illegal. Und ich glaube, dadurch, dass das eben so abgestumpft ist, kommen sehr viele Frauen auch auf den Geschmack, Sex zu haben. Was ja an sich auch nicht schlecht ist. Sex ist ja was Schönes. Ja. Für Mann und für Frau. Ja. Und der Mann, der durfte schon immer, die Frau eben nicht. Jetzt darf die Frau auch. Also lässt sie es auch raus. Ja, genau. Ist ja auch, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Mhm. Und es gehört ja auch dazu. Ja. Weil, mach mal Nitro. Ich schreie nicht mehr. Ah! Ah! Ja! Das war knapp. Fuck my life. Ah! Ah! Da bin ich gerade richtig. Ah, geil. Ich habe voll aus abgeschaltet. Ich denke mir so, ja gut. Das war minimal knapp. Das war super knapp. Das hätte wirklich das war, losgehen können, ey. Da komme ich nicht rein. Nee. Das war um. Zack, Haares, Penis, Breite. Alles abgedeckt, was ging. Wo ist denn? Wo ist denn? Vielleicht bringst du einfach mal dein. Ich bin doch gerade dabei. Mein Auto. Wo sind die? Da wollen wir hin. Und unser Haus hier. Ja, da gibt's doch mehrere. Als da. Nee. Manu. Und man sollte das Große nehmen. Das ist doch egal, oder? Das ist einfach nur eine Gerade. Ach, egal. Guck mal, da ist auch eins. Ja. Ja. Wie gesagt, Frauen, wie du schon gesagt hast, durften früher nicht. Jetzt dürfen sie und jetzt lassen sie halt auch alles raus. Mhm. Für dich als Mann manchmal ein bisschen gefährlich. Du kommst von der Arbeit nach Hause und zack! Sitzt sie auf dir drauf. Gott. Auf der einen Seite, das ist geil, auf der anderen Seite. Vorsicht vor die Polizei. Und du wurdest gesehen. Hallo. Wollen wir uns fetzen? Jetzt ist sie gestartet worden. Und ein Blitzlichtgewitter. Jetzt müssen wir das machen. Oh, fuck. Du bist Stufe 3. Ja, ich liebe es hart. Okay. In beiden Hinsichten. Also, wenn ihr da jemanden habt, der zwei der Geschichten an mir, bringt sie her. Ich klatsche gegen die Wand. Okay. Ich würde danach auslaufen wie Wasserhahn. Wie ein Wasserhahn. Was ist denn los mit dir, Brudi? Tschüss. Zum Glück war da, es hätte mich echt geknallt. Das hätte, ich glaube, das war ein Reno. Geht's überhaupt lang? Boah, shit. Ja. Lol, den hat's zerlegt. Den einen. Der ist auch volle Mülle gegen die Wand. Gedonnert. Komm, 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 komm. Danke. Ich bin ja viel zu weit vom Haus. Und bin langsam. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Nein! Alles gut, alles gut. Weiß nicht wohin. Ja, rechts, die Straße entlang. Null Blut. Ja, aber wortwörtlich. Jetzt bin ich richtig. Ja. Sie toben sich aus, das ist ja auch vollkommen okay. Die Männer brauchen das ja auch, Frauen auch. Frauen sind auch dementsprechend, die sind schwer zu... Ja, genau. Andere Seite. Ey, diese Karte, ich sag's dir. Da drüben. Ja. Aber das machen wir im nächsten Thema. Im nächsten Video. Im nächsten Part. Erinnern wir sie daran, mit wem sie es zu tun haben. Aha. Oh, lol. Oh, schöne alte Autos. Jetzt kommen die ganzen Oldies, ey. Alter. Geil. Ein Golf GTI. Oh, guck mal, ein Mini. Ist ja... ja das ist aber schon was für ein Leckerli. Ein Porsche. Ich finde die nicht so geil. Ich hasse Porsche. Bin kein Freund von Porsche. Interessant. Ein Roadster. Schon wieder nicht interessant. Kann man nehmen? Ja. Ich habe auch noch nie von Acura gehört. Oh, ich leck mich am Arsch, ein fucking Diablo. Ich glaube, wir haben ein Auto gefunden.
Ja! Ich würde sagen, wir gehen in dieser Folge nochmal schnell. Nein, machen wir in der nächsten Folge. Vorfreude ist die schönste Freunde. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare, was ihr zu dem Thema Wickeln so haltet. Wir werden das Thema natürlich. Beischlaf. Wir werden das Thema natürlich noch weiter ausreizen, Herr. Sexualkundemeister? Nee! Typ? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mann.